Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter. Die große Vorbereitung für das halbe Meile-Event, eventuell das letzte Event übrigens für das Auto, habe ich schon angekündigt. Das hört sich mal so böse an, ne? Das letzte Event für das Auto. Aber irgendwann ist dieses Auto halt einfach, wie soll ich sagen, am Ende angekommen und alles weitere, was man dann noch machen würde, würde den Charme des Autos einfach kaputt machen. Ist ja jetzt schon grenzwertig. Ne? Genau, irgendwann geht es auch los mit Käfig, Zelle, Gurte, vernünftige Sitze, Allrad. So, dann vernünftiger Helm und so weiter. Dann wäre für dieses Auto fast eigentlich eher geiler, weil die Technik so stabil läuft, eher ein Allrad-Diff anflanschen und ein 600-700 PS Straßenauto rausnehmen. Ja, aber wofür? Ja. Auf der Straße fährt keiner mehr. Ja, es ist ja leider so. Fürs Gewissen. Also, damit wir auch was zum Schrauben haben. Wie viele Kilometer bist du M3 gefahren? Ja, ja. 300? Ich wollte gerade sagen, einstellig. Also wir brauchen uns diese Straßengeschichte echt nicht mehr einreden eigentlich. Das ist echt. Ey, was machen wir gerade? Also ein letztes Mal halbe Meile, weil ich glaube ein paar km/h sind noch zu holen. Das wollen wir jetzt mal testen. Als allererstes heute gucken, was undicht ist, damit wir die Baustelle abgearbeitet haben, damit es weiter mit Unterfahrschutz losgeht. Weil da wollen wir nochmal so voll eskalieren. Da hinten stehen so ein paar Quadratmeter Alu. Aber dazu später mehr. Wir haben jetzt ja nach dem Vibrant-Umbau auch noch gar nicht abgedrückt, ne? Genau. So, nach dem wilden Vibrant-Umbau um 2 Uhr nachts haben wir noch nicht, geguckt. Wir haben immer leider einen Tropfen Wasser. So, aber viel entscheidender für uns war ja eigentlich gerade Ladeluft, genau. Flo, wir machen mal lieber noch eine Sache, weil der bestimmt gleich hier wieder runterfliegen wird. Je mehr wir hier so zwischen drücken. So, jetzt kannst du eigentlich mal ein bisschen Druck drauf machen. Wir haben jetzt einfach mal unseren mobilen Schlossträger runtergenommen. Du kannst auf jeden Fall auch mindestens auf 30 gehen. Ja, genau. 30 sind 2 Bar. Egal, das Ding fährt auch mit ein bisschen tropfendem Wasser. Wer weiß, was danach los ist. aber Ladeluftsystem muss einfach dicht sein, weil sonst passt die ganze Abstimmung und alles nicht. Ne? Plus wir wollen ja diesmal wirklich nach ganz, ganz, ganz oben auf der im Ladedruckverlauf. Und da brauchen wir halt jedes Zehntel. Also kann ich eigentlich den Schloch direkt eigentlich anschauen. Direkt 10 Bar. Genau. Ich dreh mal auf. Lieber so ein bisschen aus der Schusslinie da. Ja. Vor allem das knallt immer ganz gut, wenn er dann abgeht. Ne? So, jetzt sind wir ungefähr 1 Bar. 1 Bar, ja? Ja. Und jetzt ist er gerade. Oh, jetzt sind wir gleich bei. Ja. Oh. Okay, das war der besagte Knall. Das Problem ist natürlich, ein 100er Schlauch mit 2 Bar ist halt richtig Saft hinter, ne? Genau. Druck mal Fläche. Und das heißt, hier jetzt der 100er Schlauch, der macht natürlich richtig Rambazamba. Konnten wir aber gerade schon ein bisschen was sehen? Ja, also den Riss, den wir vermutet hatten, ich habe auch bestätigt. Also hier pfeift es richtig raus. So, okay, also wir haben jetzt da einen geraden Verbrinder drauf gemacht. Okay. Verbrinder. Zusätzlich haben wir nochmal alle Dichtringe in den Vibrance getauscht. Da waren so schwarze drin und nicht die originalen grünen. Und jetzt haben wir die Hoffnung, dass es besser wird. Geil. So, das sind jetzt 2. Das sind jetzt 3. Das sieht eigentlich gut aus, ne? Mhm. Darfst du natürlich loslassen da oben? 3? Ernsthaft? Hier. Mhm. Oh, Alter. Lass mal los! Nee. So, also, es hat tatsächlich schon gereicht. Kannst du so weggedrückt jetzt? Müssen wir jetzt Achsenmesser nochmal machen, weil alles gespreizt wird? Klingt der Verdichter dreht sich, ja? Der Lader dreht. Der Lader dreht, ja. Nicht, dass wir Ladeschaden jetzt haben, weil ich genug Öl drauf habe. Ja, er muss ja drehen, weil wir machen da ja 3 Bar drauf und da was rausgeht. Ja. Und es geht ja auch, was meinst du, wenn du hinten am Endrohr gehört hättest? Da wird ja auch was durchgehen, deswegen fängt er natürlich an zu drehen. okay, also ich sag mal so, die sind immer noch nicht 100% dicht. Wenn man so drauf sprüht, so ein ganz bisschen blubbert ist, aber man merkt es mit der Hand nicht. Da würde ich jetzt komplett einfach, das ist jetzt egal. Mhm. Das heißt, wir müssen nur hier diese Stelle schweißen. Vorsicht, hier steht ein Schweißgerät, musst du sehen. Das ist, die einzige Frage ist, man hat es natürlich eben gerade nicht pfeifen hören. Ne? Die Frage ist, ob man jetzt nochmal den Kühler abdrückt. Also abdrückt im Sinne von, guckt, ob es noch irgendwo rauskommt. Das meine ich damit. Das haben wir gerade jetzt natürlich nicht, ne? Aber können wir nochmal. Können wir ja nochmal einmal, ne? Also es geht jetzt speziell um, das sprühen wir alles so einmal ein, hier so runter, ne? Warte. Ich meine, wir können jetzt ja auch, wir müssen jetzt ja nicht 3 machen, wir können ja auch nur 2 machen.
Weißt du? Es wird ja bei 2 genauso schon rausblasen. Weil dann müssen wir bei 2 wird da nichts passieren. Jetzt mal, ich behaupte mal, das sind jetzt hier auch nicht viel, ne? Weil das kannst du halt Finger. Ja, so ein Haar ist halt, ne? Aber unter Temperatur und so könnte der. Es ist nicht 100% dicht. Auch Welten davon entfernt. Das heißt, eigentlich macht man ja Druck drauf und er guckt, ob man den Druck hält. Ja. Dafür müssten wir auf jeden Fall die Drosselklappe abmachen, Drosselklappe zumachen und nur das Ladeluftsystem. Das kann man mit Sicherheit ausgebaut mal machen und das alles so zusammenstecken, wie es eigentlich muss. Er pfeift aber definitiv an der Vibrant da unten noch ein bisschen ab. Mhm. Also an der Vibrant da unten ist definitiv noch ein bisschen undicht. Egal, können wir jetzt ändern. Es ist so wenig, dass es noch nicht mal groß blubbert, aber man merkt es halt an der Hand, dass es ein bisschen kälter wird. Ne? Mhm. Deswegen egal, das reicht für das Event vollkommen aus. Der Verdichter ist jetzt eh groß genug, der wird genug Luftmasse da reinschieben. Ja, das wird schon passen. Ich würde sagen, da vorne den Kühler schweißen, dafür müssen wir noch nicht mal ausbauen und lieber mit Unterboden beschäftigen. Frisch gestärkt. Ist der Atomschweißer also auch schon am Start hier hinten? Ich dachte, mich extra in den Hintergrund gesetzt. Anna, wie immer. Schweißgerät hat funktioniert ja, ne? Ja, klar, der Beste. Aber nur bei Tom. Ich habe die Naht noch nicht gesehen da oben, aber ist jetzt scheinbar dicht. Wir haben ganz wildes Gestell hier gebaut. Oder musst du das nicht abgenommen? Nein, ja, weil das Problem ist, wir haben die Vision gehabt vor ein, zwei Tagen, wirklich von hier mit VH6-Lippe komplett Alu durchzuziehen mit Diffusor. So, das funktioniert natürlich relativ bescheiden, wenn hier die ganze Zeit die Hebebühnenarme runter sind. Und deswegen sind wir mal spontan in unser Messelager rübergefahren. Und haben einfach mal ein paar Traversen runtergestellt, dass man hier jetzt vernünftig rankommt. Ne? So. In der Zwischenzeit haben wir schon ein bisschen mit der Platte weitergemacht. Das heißt, es hat sich hier tatsächlich schon was getan. Relativ einfach. Erzähl mal, Marius, was haben wir gemacht hier? Boah, wir haben genau zwei Karten aufgebogen. Nee, du hast eine dezente 3x150 Tafel besorgt. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, ehrlich gesagt. Die wir mit einem dezenten 8 Meter Trailer abgeholt haben, weil wir sie nicht transportieren konnten. 2 mm stark und haben jetzt, weil das Auto keine GTI oder was ist es, GT, Florian oder was gehört da eigentlich dran, Schwellerverkleidung hat. Aber die Löcher schon hat, werden wir diese gleich nutzen, um mit diesen Einziehmuttern, die wir jetzt hier reingezogen haben, das auch vernünftig zu befestigen. Und in der Mitte ein bisschen Achse, so ein bisschen Auspuffhalter, irgendwie sowas. Ja, wir gucken natürlich, wir bohren jetzt hier nirgendwo in den Unterboden rein. Jetzt muss man auch dazu sagen, bei Bugatti ist ja, glaube ich, der Unterboden mit 120 Schrauben fest, also der muss schon richtig fest sein. Und deswegen nehmen wir halt überall Stehbolzen, die rauskommen, machen da diese Hülsen drunter. Florian hat das zum Glück eine Drehbank, das heißt, die können wir zur Not auf die richtige Höhe machen. Und flanken diese Platte da dran, nach Möglichkeit, ohne irgendwo reinzubohren. Plan ist es aber tatsächlich, noch eine Platte nach hinten und noch eine Platte nach vorne. Und dann ist dieses Ding von unten komplett aalglatt. Und sogar ein bisschen tiefer, was die Luft da drunter angeht. Ich sehe uns am Ende schon mit einer Wasserwaage stehen, dass wir den Winkel auch noch vom Auto sollen. Solange das Ding bei 300 nicht ins Universum inkludiert, ist mir das relativ egal, ehrlich gesagt. Wäre ja wirklich mal krasser Test, halt, man müsste wirklich eigentlich mal an abbauen, gucken, was es vor Ort bringt. Ich sage, der Effekt ist nicht zu unterschätzen. Das denke ich auch. Witzig war, im ersten Video hat Marius angefangen mit der Pappschablone hinten was zu basteln. Genau dieses Teil, was du basteln wolltest, habe ich dann beim Google nach CW-Wert vom Golf tatsächlich gefunden, es gibt irgendwie eine CW-Wertverkleidung für hinten. Die hängt unter dem Dreier hinten auch drunter. Also selbst VW hat damals angefangen, diese ganzen Löcher zuzumachen. Also es gibt tatsächlich ein Plastikteil, was hier hinten das Loch zugemacht hat. Die haben das bei dir in den 80ern schon gesehen. Genau. Wir haben die Kinderzeichnung schon gesehen und dann angefangen. Ich überlege nur, was wir mit dem Unterboden nach dem Event machen. Auf der Straße können wir ja schlecht dran, ne? Abbauen, Karre Eisstrahlen und in Rente schicken, ne? Weil Schwan wartet ja schon förmlich auf das Auto. Ja, also nee. Mit Eisstrahlen. Eisstrahlen, ich wollte sagen, den. Ich überlege, ob es nicht irgendwie einen Golf 3 Fahrer gibt, dem wir was Gutes tun können. Geil wäre, wenn wir den so gravieren und der dann so die Runde macht. Weißt du, so alle Golf 3s können damit immer eine Runde fahren. Vielleicht gravieren wir am Samstag auch. Genau, vielleicht ist auch, vielleicht geht auch Samstag in Schrott, okay. Ja, das glaube ich nicht. Das ist schon ziemlich massiv da. Also so war meiner lange nicht fest. Das, und man muss dazu sagen, deswegen haben wir dann, es ist wirklich optimal so, das geht bei den meisten Autos gar nicht, weil man das gar nicht schafft, so von der Tiefe her. Weil ganz oft irgendwie was unten rausguckt und man landet dann irgendwie hier so, aber hier geht das echt gut. Schieb mal das Ding rüber, ich habe hier 4 Schrauben. Ja, wo irgendwie so unten. Ja, am besten unten so schräg, ne? Wollen wir hier noch irgendwie eine Klappe reinmachen fürs Pleuel oder so? Hey, das Gute ist, beim Motorschaden läuft das auch nicht mehr auf der Strecke, ne?
Das kommt im Innenraum dann durch die Entlüftung hinten. Geil. Aber ich glaube, das wird schon gut fest, ehrlich gesagt. Ich glaube auch so vom Abstand ist das perfekt, ne? Ja, ja, also die vorderen hier, die habe ich schon. Also die, das sitzt so ganz gut, ne? Genau. Die hinteren, wenn ich jetzt die von Frankfurt reinbaue. Du bist fast dran. Jetzt bist du dran. Das ist schon mal Step 1. Da haben wir uns hier mit Effizienz auf jeden Fall übertroffen. Jetzt ist die Frage, machen wir jetzt erst hinten oder vorne? Hinten, ne? So, hinten geht es bescheidener auf jeden Fall. Oder aufwendiger, sagen wir es mal so. Wir sind mittlerweile ein bisschen weiter. Das heißt, wir haben uns jetzt hier diverse Verschauerungspunkte gesucht, wo wir einfach hier so mit Gewindestangen und Aluhülsen und Einziehmuttern uns diverse Punkte erstmal vorgegeben haben. Dann haben wir diese beiden Punkte als erste vorgegeben und uns dann mit der Wasserwaage und Richtscheit vorgearbeitet, dass wir überall die gleiche Höhe haben. So, das heißt, wir haben jetzt vorne ist es schön gerade. Hier so. Wenn wir hier rangehen und nach hinten hin fängt der Unterboden dann an 1-2 cm abzukippen. So, also so wäre es normalerweise gerade. Und jetzt kippt man an den Catch-Tank ran. Ja. Dann sieht man mal, es ist nicht viel, aber es ist immerhin so, dass es ein bisschen schräg wird und das ist auf jeden Fall für die Aerodynamik toll. So, aber in Summe haben wir jetzt an dem vorderen Unterfahrschuss 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und hier noch 6 Verschraubungen in der Lippe. Das sind 17 Verschraubungspunkte. Da passiert nichts. Das Ding ist bombenfest. Ich glaube auch. Also 400 würde ich nicht mitfahren, aber ich glaube, das passt schon. So, jetzt natürlich immer die Schwierigkeit, wie kriege ich jetzt diese Löcher auf das Blech übertragen. Wir haben es ein bisschen probiert. Ging auch ganz gut. Aber dann kam gerade die geniale Idee, einfach eine Schraube abzudrehen als Körner, die ins Gewinde zu drehen, einmal Hammer gegenzuschlagen und schon haben wir sogar überall perfekt angekörnt. Unser Löcher. Könnte als Sahara-Trick durchgehen. Sahara-Trick, ja. Ist wieder so ein Sahara-Trick. Hier hat Marius noch so ein paar geile Dinger gekantet. Musste, glaube ich, von da mal reinfilmen. Wobei nicht gekantet, wie nennt man das? Gewobbelt? Geformt. Ja, aber hier müssen wir die Ecke noch ein bisschen wegmachen. Spitze. Geformt, das zeigen wir euch aber gleich, wenn das Ding dran ist. Jetzt kämpfen wir uns weiter hinten zum Diffusor. Der Rest sollte jetzt aber eigentlich hoffentlich ein bisschen schneller gehen. Jetzt drehen wir da ein paar Aluhülsen, weil wir jetzt ja die Höhe mit dem Richtscheit überall messen können. Dann kommt Vorderteil, Endteil dran und dann Diffusor. Aber ich würde sagen, wir müssen uns ein bisschen ranhalten, ne? Weil ja, eigentlich wollten wir in keinen 24 Stunden loszugehen. Weiter geht's. Mit dem Gerät geht's weiter. Bevor wir da überhaupt was mitmachen können, werden wir jetzt logischerweise die Kanten kürzen und das Rad aussparen. Dann als nächstes das Endrohr aussparen, dann den Bogen aussparen. Ja, also durch den Bogen kommen wir ja erstmal gar nicht dahin, wo wir hinwollen. Ne? Ja. Aber es gibt ja ein paar Bezugskanten, die wir messen können. Wir können jetzt ja. Ja. Also die erste Frage ist ja, wie weit wollen wir es überlappend machen? Guck mal, wir brauchen ja mindestens 129 wäre Kante, 136 wäre hier und wir haben 145. Aber willst du es überlappen lassen? Ey. Aber man hätte jetzt hier auch ein Blech drauf poppen können und das auf Stoß so, setzen. Ne? Mit einem Plan. Oder theoretisch kannst du auch den Blechstreifen einfach nur doppelt verschrauben. Ja, ja. Poppen ist nur immer einfacher. Das kannst du ja da poppen, da verschrauben oder umgedreht, dann kannst du es rausziehen. Sieht natürlich schon geiler aus, ne? Ich hatte ja bei mir dann dieses, also ich hatte es ja bei mir so gemacht. Ja, wenn das auf Stoß ist, und dann hatte ich noch dieses silberne Dachdeckerkleber. Und wir haben ja hier einen Schweißer hier, ne? Wolltest du noch hier einen 1,38 Meter nachschauen? Aber da verzieht dich nichts, oder? Hey, ja, das wird jetzt ein bisschen Handarbeit wieder und dann geht's weiter. Ja, müssen wir erstmal aufmalen. Guckt euch diese Radhäuser hier an, Alter. Steinschläge für den Unterboden. Ja. Gibt's keine mehr. Marius hat schon gesagt, er will seinen ganzen Golf auch so verkleinern, dann gibt's wenigstens keine Steinschläge am Unterboden. Aber ich werde das gleich so machen, dass ich irgendwie so mit so einem Flaschenzug. Nein, ich finde viel geiler so in Carbon, aber mit so Montageklappen überall. Wenn du runtergehst, dass du da nur irgendwie so ein Loch reinlassen kannst. So, pass auf. Der ging jetzt deutlich besser, weil. Hier hat man original die ganzen Gewindepunkte. Hier, hier, hier und hier. Hier haben wir nur ausgemessen die Höhe. Flo hat ein paar Alu-Dinger gedreht. Die haben wir schön gegengezogen. Die sind jetzt fest. Und jetzt können wir den Kollegen hier einfach mit Achterschrauben gegenziehen. So, das heißt, der mittlere Teil ist mit brutal viel Schrauben fest. 4, 8, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 24 Schrauben.
Aber da kommen wir ja bald in Veron-Werte, ne? Ja. Bis das Ding fertig ist. Okay. Neuer Tag, neues Glück, weiter geht's. Wir sind schon recht weit, das sieht schon übelst Porno aus. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei so ungefähr 40 Schrauben angekommen. Aber das ist... Also, da kann ich ja fast das ganze Auto hier hochheben. Das ist schon krass, alleine wie das hier in der Mitte fest ist. Die... Hier haben wir uns auch was Cooles überlegt. Hier ist quasi nochmal ein dickerer Blechstreifen hinter. Die Seite ist genietet, die ist geschraubt, weil wenn wir das Ganze später immer zerlegen werden, wird man auf jeden Fall erst den Vorderteil abnehmen, weil die Mitte, wenn wir nicht gerade ein Schaltseil abreißen oder so, wird auf jeden Fall immer drunter bleiben. So, gleich auch hier hinten. Das heißt, hier dementsprechend sieht man jetzt die Kante mit Einziehmuttern. Da können wir jetzt den Hinterteil gegenschrauben. Ganz wichtig ist jetzt halt diese Punkte sich zu suchen, wo man das verschrauben kann. Weil wir wollen natürlich nicht in die Karosse bohren, weil da ist der Oma-Golf auf jeden Fall zu schade für. Generell ist natürlich der Aufwand wirklich wieder, steht eigentlich in keinem Verhältnis dazu, dass wir einmal über den Flugplatz fahren wollen. Ne? Tja, aber wenn es einen einmal gepackt hat, ne? Was aber gut ist, wir haben ja wirklich nichts weggeflext. Also das heißt, theoretisch kann jeder Golf 3 mit einer VR6-Lippe genau. Das Ding montieren. Das Ding kann eigentlich in Serie gehen, so, ne? So, das heißt, irgendwem werden wir zur Not eine Freude tun, weil auf der Straße, weiß ich noch nicht, müsste Benny wahrscheinlich wieder einen neuen Auspuff bauen. Plus, Alter, das wird natürlich hier im Mitteltunnel so brutal heiß. Ich weiß nicht, ob das geht. Ja, so, jetzt geht's weiter. Letzter Punkt ist jetzt der hintere Teil. Auch da wollten wir euch nur kurz zeigen, wie wir das Ganze verschrauben. Relativ einfach. Hier zum Beispiel einfach Gewindestange, Mutter statt dem Auspuffhalter. Hier kommt jetzt einfach ein Aluröhrchen rüber auf der richtigen Höhe. Da kann man das Ganze gegenziehen. So, weiter an den Tankbändern. Die haben wir einmal abgeschraubt, haben von hinten eine Schraube durchgesteckt und haben die verschweißt. Das heißt, das ist jetzt hier wie ein Stehbolzen. Und da drei Stück von, das wird auf jeden Fall übelst stabil. So, jetzt markieren, sag ich schon. Jetzt montieren. Jawohl. Jetzt montieren wir den hinteren Timer. Müssen auch hier wieder die Löcher finden. Wird jetzt hier nicht ganz so einfach, weil wir hier unseren Trick mit den Spitzen nicht machen können. Und dann gucken wir uns hinten den Diffuser an. Genau. Und dann haben wir es fast, ne? Ein paar Finnen noch dran und dann geht's los. Guckt euch das an. Wie hier, was ein Spalt. Hier ist gefühlt gar kein Spalt. Alter. So, übrigens das Praktische an den Traversen hier. Man hat immer Möglichkeiten. Sachen aufzählen. Was machen unsere Stäbe? Ah, guck mal hier. Boah, Alter. Beim Hochdrücken schon so rausflutscht hier. Dann weiß man, dass da auf jeden Fall alles passt. Hab ich gut angemalt, doch. Hier, eine schöne Achter rein. Hier, Flo, willst du was Geiles sehen? Guck hier mal hoch. Hier durch, ne? Ist das eine Befriedigung? Guck mal. Ja, perfekt. Besser geht's ja wirklich nicht, ne? Ja, also rausflutscht. Also wer der Meinung ist, der kann es besser, der soll es wirklich vormachen. Achso, Flo, was machst du denn eigentlich, wenn das Ding 315 läuft? Ich höre auf zu rauchen. Ich werde auf den Tafel gucken und werde dann bei 315 einfach die Kippe wegschmutzen. Für immer. Genau. Guck mal, sieht aus, als wenn ich hier hinter Gitter bin. Da der Tank natürlich nicht 100% gerade ist, müssen wir das jetzt auch mit Muttis so ranziehen, wie es halt gerade ist. Ne? Genau. Okay, und dann fahren wir mal ein bisschen runter und gucken uns das Ganze von hinten an. Aber das sieht schon... Also einige Tage später, Unterboden steht. Alle hier, die drei müssen wir noch schnell abflexen hier. Aber jetzt kommt auch die Aluconda hier noch besser zur Geltung. Ne, sieht geil aus. Ultra fett aus. Wir hatten allerdings schon wieder diverse Probleme, das Ding abzubocken. Weil hier musst du natürlich Klötze drunter machen, dass wir jetzt nicht den ganzen Boden reindrücken. Das heißt, hier ist jetzt quasi Vollgummi drunter. Und das hier ist das Problem, das Auto ist auf der Bühne immer weiter nach da gewandert. Deswegen sieht das jetzt so ein bisschen schräg aus. Aber Unterboden ist dran. Ich glaube, wir sind jetzt in Summe auch bei 70 Schrauben. Ich habe mich anfangs noch über den Veron witzig gemacht. Aber hier sind jetzt auch krass Schrauben drunter. Aber wir haben es tatsächlich hinbekommen. Das ist echt komplett zu. Und wirklich komplett. Das Kabel zu kurz, aber... Das ist immer, wenn du teure Maschinen kaufst, dann hast du...
Ja, nee, geil. Unterboden ist komplett zu. Ich würde sagen, in Summe, wie viele Stunden waren das jetzt? Boah, gefühlt 100. Ich würde mal sagen, realistisch pro Nase 20. Ja. Minimum mit 4 Leuten, die viel Übung haben. Also es war schon gut Action, Alter. Ich hoffe, das macht sich bezahlt. Hinten gab es hier schon 2 Leichtlaufreifen. Die guten Michis Primacy. Oh, super festgezogen hier. Primacy sind tatsächlich, haben eine A-Kennung, das heißt, die sind extra Leichtlauf. Dann holen wir noch mal ein paar km raus hier, weil wir brauchen ja nur vorne die Traktion. Achso, ja, hinten noch als letztes. Ein paar schöne Finnen dran. Macht natürlich diesen Sleeper-Charakter von dem Auto komplett kaputt. Wobei irgendwie, finde ich, passt es dann trotzdem dazu, weil es halt nur unterm Auto ist. Aber ja, war das eine Action. Haben wir euch mal wieder ein bisschen Handwerk gezeigt. Danke für die Hilfe, Jungs. Nicht dafür. Ja. Flo hört bald auf zu rauchen, wenn wir jetzt 3.15 fahren. Jetzt wollten wir eigentlich noch auf den Prüfstand. Ich befürchte, das wird von dem Event jetzt ein bisschen eng, aber wir sind auf jeden Fall top motiviert, jetzt nochmal anzugreifen. Das heißt, im nächsten Video könnt ihr euch darauf freuen, entweder Prüfstand oder Event. Wir werden sehen. Drückt uns die Daumen, dass das Wetter hält und passt. Wir bocken das Ding jetzt ab, ziehen nochmal alle Schrauben nach, dann geht's auf den Trailer und los. Achso, Gewicht schätze ich übrigens ungefähr so 25 Kilo. Ja, mit den Finnen und so vielleicht sogar ein bisschen mehr, ne? So, alle Platten zusammen waren 30, so in dem Dreh. Das sind 2 mm Alu, aber ihr seht, guck mal, wir haben das hier überall abgefangen, also zu instabil ist es auf gar keinen Fall. Nein. So. Und eigentlich müssten wir hier noch eine Finne ranmachen, damit wir dahinter die Unterbodenbeleuchtung festmachen. Sehr Chef. Nein, geile Nummer. Alu-Unterboden vollkommen. Mehr geht nicht. Tschüss. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Leck mich am Arsch. Einfach nur geisteskrank, wie das Auto geht.